sich unglaublich eingemischt. Dass sich ein Führer eines diktatorischen Staates in militärische Dinge einmischt, von denen er nichts versteht, dürfte einem Deutschen, nach der Erfahrung hinter Deutschland, nicht unbekannt sein. Es gab bloß einen wichtigen Unterschied. Stalin mischte sich in allem ein, ganz ähnlich wie das. Hier war in Deutschland bis zum März 1942. Nach der ersten Wendung bei der Schlacht von Moskau, wo zum ersten Mal sowjetische Truppen vormarschierten, wollte Stalin und ordnete Stalin eine Offensive an Richtung Charkow in der Ukraine. Riesige Truppenmengen wurden zusammengeführt. Die Militärs warnten, sagten, dafür sind wir jetzt noch nicht bereit. Aber Stalin ließ nicht und ließ diese Offensive in Gang kommen, die mit einer katastrophalen Niederlage endete. Der große Vormarsch der Wehrmacht auf Stalingrad wäre ohne diesen stalinschen, entsetzlichen militärischen Fehler nicht möglich gewesen. Es war kriegsentscheidend, was da geschah. Aber Stalin hat gelernt. Und danach hat Stalin sich nicht mehr in militärische Planungen eingemischt, sondern sich zurückgezogen und den Militärs fast totale Entscheidungsfreiheit gegeben, weil er erkannt hatte, davon verstehe ich nichts, das sollen die machen. Und während in Deutschland war es genau umgekehrt. Je schwieriger die Lage, umso mehr hat sich Hitler eingemischt. In der Sowjetunion, das muss man Stalin lassen, hat er verstanden, je weniger ich mich einmische, desto besser. Er hat sich nur eingemischt in der Veröffentlichung, wie das veröffentlicht wird, und sehr klar darauf hingewiesen, dass bei den militärischen Operationen kann man den Marschall so und so, so oft nennen und so nicht. Und immer muss Stalin im Zentrum stehen. Er hat politisch-psychologisch die Führung umso mehr erhalten können, je mehr er in militärischen Detailfragen dem Militärs die Freiheit gegeben. Und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Die Militärs waren danach besser in der Lage, richtige, vom Standpunkt der Sowjetunion, militärische Entscheidungen zu treffen und mehr bewusst und mehr fühlten sich herangezogen und waren also aktiver, sodass das Verhältnis Stalins in der zweiten Hälfte des Krieges sich außerordentlich positiv für die sowjetische militärischen Operationen auswirkte. In dem Film Epos Befreiung wird eine Szene gezeigt, in der der Sohn Stalins zu sehen ist, der von den Deutschen sozusagen verhaftet wurde, der also ein Gefangener ist. Und ist die andere Szene, die zu sehen ist, dass es ein Angebot an Stalin gibt, das wird ihm übermittelt, also das von Deutschland käme. Sein Sohn würde freigelassen, wenn er ausgetauscht werden würde gegen Generalfeldmarschall Paulus. Und Stalin lehnt im Film ab. Ist das realer Hintergrund? Und wenn ja, warum hat er seinen Sohn nicht gerettet? Zunächst, während des Krieges waren solche Gespräche, wie dass der Sohn Stalins von der deutschen Wehrmacht als Gefangener ist und wie man sich dann verhält, natürlich völlig unmöglich. Man hat gewiss, also in sogenannten Unter-uns-Spaziergängen, das waren also Spaziergänge nur bei sehr guten Freunden und immer nicht in irgendeinem Zimmer, wo man abgehört wird, sondern eben in Spaziergängen, wurde darüber geguckt. Ich habe also das Leuten hören, die Details habe ich natürlich nicht gekannt. Aber die Antwort war natürlich, ist natürlich sehr einfach. Stalin hat überhaupt keinen Familiensinn gehabt. Seine Frau ist ja unter sehr eigentümlichen Bedingungen, hat sie ja 1932 Selbstmord begangen. Wie, ob das war oder nicht, bleibt dahingestellt. Hat keinerlei familiäre Beziehung gehabt.
Wir wissen ja durch Svetlana Aleluyeva, durch seine Tochter, wie das alles sich in der Familie abspielte. Und dasselbe betraf seinen Sohn. Also das war nicht. Es war, irgendwo gab es eine Datscha und da war diese Stalin-Familie und die wurde von allem ausgeschlossen. Und irgendwelche Zärtlichkeiten oder familiäre Beziehungen gab es nicht. Und deswegen konnte Stalin sehr überzeugend sagen, ich habe gesagt, jeder, der sich gefangen nehmen lässt, Sowjetsoldaten, ist ein Verräter. Und das gilt natürlich auch für meinen Sohn da. Und ich denke nicht daran, eine Ausnahme zu machen. Bei uns herrschen Grundprinzipien und keine familiäre Klüngelei. Und das entsprach seiner Überzeugung. Und damit hat er, ohne ein großes Opfer zu bringen, sogar eine Achtung auf sich gebracht. Der Stalin macht sogar bei seiner eigenen Familie keinen Unterschied. Das war kein großes Problem. Professor Leonhard, wie hoch schätzen Sie den Anteil, den die Sowjetunion am Sieg über das NS-Regime hatte, ein? Denn es war ja insgesamt, waren es ja die Alliierten, aber wenn man das abwägen muss von den Opfern, von dem Einsatz und von dem, was sozusagen geleistet wurde für die Befreiung Deutschlands, wie schätzen Sie das ein? Ja, es ist zweifellos, dass der sowjetische Teil des Zweiten Weltkrieges und des Kampfes gegen den Faschismus der entscheidende Teil war. Keine andere Armee, kein anderes Land hat so viel Opfer getragen und ertragen müssen wie die Sowjetunion. Allerdings muss man gleichermaßen sagen, alleine hätte es die Sowjetunion nicht geschafft. Ohne die Hilfe der Westmächte, der mit der Sowjetunion verbündeten Westmächte, hätte die Sowjetunion nicht durchgehalten. Man vergisst manchmal, dass es auch in der Sowjetunion eine entsetzliche Kriegsmüdigkeit gab und einen Pessimismus. Und dass die Sowjetunion gewaltige Hilfe von England und Amerika erhalten hat. Und das wurde später verschwiegen. Während meiner 10-jährigen Leben in der Sowjetunion gab es kaum ein wichtigeres Datum als den 15. März 1944. An diesem Tag gelang es den Westmächten endlich mal, die Sowjetführung zu bewegen, eine Kommuniqué zu veröffentlichen in allen Zeitungen, vornehmlich in der Pravda, über die Hilfeleistung der Westmächte an die Sowjetunion in der zweiten Hälfte 1941, in den Jahren 1942 und in den Jahren 1943. Es war fast eine ganze Zeitungsseite und das lasen wir. Und also, bin ich zum Zittern, als ich das las, was wir, also ich war ja nur in der Sowjetunion, vom Westen alles erhalten haben. Der Westen hätte schon viel früher darauf dringen können, wir liefern euch alles. Aber wir wollen wenigstens, dass die Sowjetmenschen das erfahren. Und da erfuhren wir. Also bis hin zu den Stiefeln, diese Millionen und die Autos, die Lastwagen, die Lebensmittel. Also das waren ja also Millionen Tonnen von Lebensmitteln. All das hat uns die Sowjetunion vom Westen erhalten. Und deswegen zusammenfassend, die Sowjetunion hat die größte Last getragen an Menschen, an Energie und damit war das entscheidend. Aber die Sowjetunion hätte es nicht leisten können, ohne die gewaltigen Hilfsleistungen von England, Amerika und anderen westlichen Verbündeten, die das überhaupt ermöglicht haben. Und daher tut es mir also sehr leid, wenn auf der einen Seite häufig so erklärt wird, dass die Sowjetunion das ziemlich alles alleine gemacht hat und diese westlichen Verbündeten ja nur so ziemlich unwichtige Nebenfaktoren waren. Oder genauso leid tut es mir umgekehrt, wenn es also dann Siegesfeiern gibt oder Feiern vom Rückzug der alliierten Truppen und die macht man getrennt, dass man also wie Engländer, Amerikaner mittlerweile und die Russen müssen dann irgendwie später irgendwas, das ist natürlich alles grotesk.
Nur durch die Gemeinsamkeit war der Sieg über Hitler Deutschland möglich. Im Film Befreiung sehen wir Stalin. Wir haben aber viele Filme vorher gesehen, wo Stalin der große Held ist, im Mittelpunkt steht. Hier ist seine Rolle eigentlich sehr bescheiden. Er kommt nicht oft vor. Er wurde aber in der Sowjetunion nach dem Sieg, während des Krieges, als der Vater des Sieges gefeiert. Mit einem großen historischen Abstand auch, sozusagen aus dem eigenen Erleben heraus, nochmal vielleicht rückblickend und jetzt aus heutiger Sicht. Wie ist Stalins Rolle zu bewerten? Stalins Rolle ist, zunächst einmal muss das Negativ-Kritische gesagt werden. Stalin hat wahrscheinlich ist der Hauptverantwortliche für die entsetzlichen Niederlagen der sowjetischen Truppen vom 22. Juni 1941 bis Ende 1942, bis zum Sieg bei der Schlacht bei Stalingrad. Dieser entsetzliche Rückschlag ist weitgehend durch Stalin erfolgt. Stalin war der Initiator der großen Säuberung von 1936 bis 1938, dem etwa 3 bis 4 Millionen Menschen zum Opfer fielen, wobei diese Opfer fast ausschließlich Parteimitglieder waren, in Parteifunktionäre, Generäle und Offiziere. Das heißt, die politische, militärische und auch wirtschaftliche Elite des Landes wurde zunichte gemacht und damit die Sowjetunion geschwächt. Es folgte der Hitler-Stalin-Pakt, der weitgehendste Vertrag war, den die Sowjetunion je abgeschlossen hat. Denn Verträge mit anderen Ländern gab es auch. Aber Stalin war so überzeugt, dass dieser Vertrag von Hitler eingehalten wird, dass er auf jegliche Spionagetätigkeit verzichtete. Die wichtigsten Agenturzentralen, die Sowjetunion war sehr erfolgreich in Spionagezentralen, wurden einfach aufgelöst. Es fand kein Kampf gegen Hitler mehr statt. Und der Begriff in der Sowjetunion selbst wurde der Begriff Faschismus außer Kraft gesetzt. Das gab es nicht mehr. Und die antifaschistischen Bücher und Filme wurden ja schon am Tag nach dem Pakt zurückgezogen. So, und kurz darauf gehe ich zu Stalesnikow Pirulov Nummer 2, das ist die Bibliothek für ausländische Literatur, und gucke, und da sind Nazi-Zeitungen in der Sowjetunion. Während des Hitler-Stalin-Pakts sah ich Nazi-Zeitungen, die Brennnessel und so. Also ich wusste gar nicht, dass sie existieren. Das gab es da. Und alle antifaschistischen Bücher wurden ja herausgesondert. Die durften nicht mehr gelesen werden. Einschließlich Bücher der Kommunisten, Anna Segers, Friedrich Wolf, Erich Weiner, nichts mehr. Also antifaschistische Bücher weg, sodass also er mitschuldig ist. Und zwar entscheidend schuldig ist, an der mangelnden Vorbereitung des Landes auf die größte Gefahr, und die Niederlagen gehen auf sein Konto. Im Weiteren, im Unterschied zur offiziellen Legende, war seine militärische Wirksamkeit null bzw. negativ. Das Einzige, was man positiv über Stalin sagen kann, ist, dass er das eingesehen hat und in der weiteren Verlauf des Krieges den Militärs mehr und mehr Freiräume gab und dass er fähig gewesen ist, die gesamte kommunistische Sprache, die kommunistischen Begriffe, Sowjetbegriffe, Marxismus, Leninismusbegriffe, kommunistische Parteibegriffe weg, darauf zu verzichten und auf eine patriotische Linie überzugehen und schließlich seine geschickte diplomatische Tätigkeit. Also im Taktischen, das war die Stärke Stalins. Das muss selbst ein Mensch, der sich zur Stalin-Diktatur sehr kritisch verhält, das muss man zugeben, er hat das sehr klug im Taktischen
die Umstellung auf Patriotismus, die Konzessionen an die Militärs und die geschickte Verhandlungsführung mit dem Westen während des Krieges, das würde ich sagen, sind die einzigen Dinge, wo man von Verdiensten sprechen kann. Aber genau das wurde ja in der Sowjetpropaganda nicht getan, sondern Stalin wurde verherrlicht als Führer des Sowjetvolkes und als allem, der immer alles recht gehabt hat, was eben absolut der Wahrheit nicht entspricht. Professor Leonhard, es gibt schon seit einigen Jahren die These, die vor allen Dingen von dem Autor Suvorov vertreten wird, dass Stalin eigene Angriffspläne gegen Deutschland gehegt hätte. Er spricht davon, dass 4 Wochen später, also 4 Wochen nach dem 22. Juni, die Sowjetunion Deutschland angegriffen hätte und dass dadurch im Rückschluss der deutsche Angriff sozusagen ein Präventivkrieg gewesen wäre. Wie beurteilen Sie diese These? Absolut verrückt. Also ich bin ein wirklich großzügiger Historiker und ich bin der Meinung, dass man in der Geschichtsschreibung kein richtig da überall haben muss mit Oberlehrer, so muss es sein und so, sondern da kann es durchaus unterschiedliche Interpretationen geben. Aber die unterschiedlichen Interpretationen müssen einen Bezug zur Realität haben. Und diese These, dass also Stalin einen Krieg vorbereitet hätte, hat nun überhaupt keinen Bezug zur Realität. In allen Erinnerungen, in allen Memoiren, von allen Menschen, von Minsk bis Vladivostok, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Partei, bei den Militärs, kommt immer wieder vor die totale Überraschung, dass weil es verboten war von der Stalin-Führung den leisesten Zweifel an dem Nicht-Angriffspakt zwischen Sowjetunion und Deutschland zu haben, Stalin jede Diskussion darüber verboten hat und die offizielle Meinung lautete, jeder, der daran zweifelt, ist verbreitet englische und amerikanische Provokationen. Inzwischen wissen wir, noch nie wurde ein Staatsmann von so vielen Seiten so genau und langfristig gewarnt wie Stalin vor dem Angriff Hitlers. Und zu denen, die gewarnt haben, waren natürlich England und Amerikaner, aber da könnte man sagen, die wollen ja bloß die Sowjetunion dagegen bringen. Aber es hat Warnungen gegeben von ganz anderen Seiten. Auch von Staatsmännern, die dem Stalin keineswegs wohlwollend gesinnt war. Aber erklärt man, wir müssen dem warnen, dass er das merkt. Es hat einen genauen Bericht gegeben von Chiang Kai-shek aus China. Der hat Stalin auch gewarnt. Und Stalin wurde gewarnt von den kommunistischen Parteien. Es gab ja nur kommunistische Parteien in der Welt. Und am genauesten wurde er gewarnt von Tito. Die jugoslawischen Partisanen wussten genau, was los ist und wie die deutschen Truppen von Jugoslawien dann an die Ostfront geschickt wurden. Er wurde gewarnt von seinen eigenen Agenten, von ganz treuen Menschen, von der Roten Kapelle, von Richards Sorge in Japan, von der berühmten Ruth Werner, Sonja, die das funkte von der Schweiz aus. Also er wurde von der ganzen Welt gewarnt und hat es nicht geglaubt und hat jede Diskussion und jeden Zweifel verboten. Warum hat er es nicht geglaubt? Stalin konnte sich in Hitler doch sehr gut hineindenken. Es war für Stalin war Hitler irgendwie doch imposant. Also er hat es sehr locker am 23. August an den Trinkspruch. Ich weiß, wie sehr das deutsche Volk seinen Führer liebt. Ich möchte auf die Gesundheit des Führers trinken. Das war diplomatisch gar nicht nötig und so weit geht man meistens gar nicht. Er hat es aus echtem Anliegen.
Wir wissen heute, dass er mit großem Interesse den 30. Juni 1934 in Deutschland verfolgt hat. Das, was man leider in Deutschland Röhm-Putsch nennt. Es gab ja keinen Putsch, sondern es gab nur einige Gespräche höherer SA-Führer, die diesen sozialen Aspekte bei dem Nationalsozialismus nicht genügend beabsichtigt fühlten. Und das wurde ja bekanntlich mit Massenverhaftungen in Bayern und dann nach Stadelheim kamen sie alle und Erschießungen beantwortet. Und das hat Stalin sehr imponiert, dass man also die eigenen Leute, wenn sie anfangen, so kritisch zu werden, also ja, ausmerzt. Und es gab Hinweise heute, dass Stalin sagt, so was könnten wir eigentlich auch machen. Und dass die Ermordung Kirovs am 1. Dezember 1934 als in der Sowjetunion, als Anlass für, dass das auch damit zusammenhing. Also für Stalin war Hitler eben ein Diktator, aber man hat oft recht und kämpfte gegen Westmächte, gegen Imperialisten und so alles. Und da dachte er sich, Hitler wird ja nicht so verrückt sein, wenn er im Krieg gegen England und Frankreich steht und diese ganze Partisanenbewegung in Europa hat und jeder 16-Jährige konnte sich ausrechnen, dass die Amerika auch noch in Krieg eintritt. Er wird doch nicht so verrückt sein, dann die Sowjetunion anzugreifen, denn damit würde er ja selbst einen Zwei-Fronten-Krieg heraufbeschwören. Und jeder in Deutschland weiß doch, wohin ein Zwei-Fronten-Krieg führt vom Ersten Weltkrieg. Das kann er nicht tun. Weil Stalin sich dachte, der ist so wie ich. Wenn es gefahrlos ist, dann nichts wie Rhein angliedern und alles, also baltische Länder und Bessarabien und so. Wenn es gefährlich wird, wie in Finnland, dass der Krieg sich hinzieht, dann nichts wie raus. Raus, kein Risiko, das Risiko immer im Kopf haben. Oder Berliner Blockade 48, nicht? Ja, Luftbrücke, nichts wie raus. Also, das heißt, dass er projektierte die Bereitschaft zur Aggression, aber unbedingt stets das Risiko und konnte sich nicht vorstellen, dass Hitler ein Land, das offiziell neutral ist wie die Sowjetunion, in Wirklichkeit doch Hitler-Deutschland geholfen hat und dass der das angreifen wird. Und deswegen hat er jeglichen Hinweis auf die Möglichkeit, dass Hitler einen Angriff auf die Sowjetunion vorbereitet, sofort als Provokation bezeichnet. Professor Leonhard, welche Bedeutung hatte der Sieg der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg für das russische Volk? Eine eminent wichtige. Der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg wurde nicht zufällig. Jahre, Jahrzehnte lang in den Mittelpunkt der sowjetischen Propaganda, Filme, Rundfunk, Bücher, Theaterstücke gestellt. Aus zwei Gründen. Erstens, der Sieg im Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945 war der einzige nachweisbare Sieg der sowjetischen Menschen und damit des sowjetischen Systems. Es gab so viele Niederlagen, Fiasko, Rückschläge, die Menschen in der Sowjetunion sehr wohl kannten und über die man nicht gerne diskutierte. Und daher lag es im Interesse des Regimes, das gesamte öffentliche Leben auf den Sieg im Vaterländischen Krieg zu konzentrieren und damit den Sieg in den Mittelpunkt der gesamten sowjetischen Geschichte zu stellen. Zweitens, es war dringend notwendig, den Sieg so in den Vordergrund zu stellen, um abzulenken. Abzulenken schon von vielen Dingen im Bürgerkrieg 1918 bis 1922, aber noch mehr abzulenken vom Machtaufstieg Stalins und den ersten Abrechnungen, die Stalin mit engsten Mitkämpfern Lenins unternahm. Abzulenken von der grauenvollen Kollektivierung, die Stalin angeordnet hatte,
von 1929 bis 1934 mit riesigen Opfern der Bevölkerung, Hungersnot in der Ukraine und in anderen Bereichen, abzulenken von der großen Säuberung von 1936 bis 1938, in der die Elite, die Funktionäre von Staat, Wirtschaft, Armee, Partei, Kultur rücksichtslos ausgemerzt wurden und das ein Schrecken für alle Sowjetbürger war, abzulenken vom Hitler-Stalin-Pakt, von dem Verbot des Begriffs Faschismus, von dem Zusammenarbeit mit den Nazis, das davon musste man ablenken. Die gesamte Zeit, nicht nur von Stalin, bei Khrushchev schon etwas weniger, aber dann wieder unter Brezhnev. Wir müssen den Sieg im Krieg in den Vordergrund stellen, um alle kritischen Auseinandersetzungen über die Geschichte der Sowjetunion aus dem Wege zu gehen und diese durch ein Siegestaumel zu ersetzen. Professor Leonhard, Sie haben in der Sowjetunion den Sozialismus aus nächster Nähe kennengelernt. Sie haben diese Ideen in sich auch aufgenommen. Sie sind die Schulen durchlaufen, Sie haben studiert. Ab wann kamen bei Ihnen Zweifel an diesem Sozialismus-Modell à la Sowjetunion? 1936. Die ersten Zweifel kamen bei den Massenverhaftungen in der großen Säuberung. Die Zweifel kamen, als sich alle von Bekannten die treuesten Genossen und verhaftet. Am 24. Oktober 1936 besuchte ich meine Mutter, eine engste Kampfgefährtin persönlicher Art von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, und sie war auch verhaftet, Siegel drauf. Ich habe sie dann 12 Jahre nicht gesehen, sie war in Vorkuta. Dann verhaftet, ein Lehrer nach dem anderen, der Karl Liebknecht-Schule in Moskau, bis alle Lehrer verhaftet waren. Und dann musste man die Schule schließen. Und dann, Anfang 1939, wie alle anderen Menschen der Sowjetunion, verdrängte ich die große Säuberung. Den Ausdruck Verdrängung kannte ich nicht. Aber seitdem ich den Ausdruck kenne, kann ich nur eins sagen, die größte Verdrängung in der Geschichte der Menschheit war in der Sowjetunion Anfang 1939, also Ende Dezember 38, Anfang 39, als plötzlich die Massenverhaftungen aufhörten, Jeschow, der Generalkommissar, selbst ins Gefängnis kam, und also die hörten auf. Es gab noch ein paar Verhaftungen, gewöhnliche, aber nicht mehr diese Massen. Und kein Mensch sprach mehr davon. Es war so schlimm, diese große Säuberung, dass man das nicht durchstehen konnte. Man konnte es nur in